Die Vielfalt hier in Singapur ist natürlich enorm. Ich weiß nicht, ob es noch einen zweiten Ort auf der Welt gibt, wo sie auf so kleinem Raum eine derartige Vielfalt, auch in sehr guter Qualität an Essen aus der ganzen Welt. Deutsche Küche ohne Ende. Europäische ist hier weit verbreitet. Die ganze asiatische Küche bis zu Steaks, bis zu brasilianischen Lokalen. Also sie haben hier alles abgedeckt. Der öffentliche Nahverkehr ist exzellent. Die Taxen sind sehr billig, sehr verlässlich. Sie buchen ihr Taxi quasi per SMS. Und in der Zeit, wo ich von meiner Wohnung nach unten gelaufen bin, steht das Taxi vor der Tür. So eins meiner Lieblingsorte ist zum Beispiel so Boat Quay, Clark Quay, also der Bereich um den Central Business District, da mal ein bisschen am Ufer entlang zu laufen, einfach so die Skyline, die Dynamik ein bisschen aufzufangen, was wahrscheinlich gerade jetzt für, sagen wir mal, jemand, der aus Bayern eher bis in den ländlichen Bereich kommt, ist es nach wie vor auch nach 7 Jahren immer noch beeindruckend, das Tempo, die Dynamik hier in Singapur zu sehen und auch zu spüren. Singapur schneidet ja zum Beispiel in der PISA-Studie immer ausgezeichnet ab. Vor einigen Wochen oder Monaten wieder, ich glaube Platz 2, 3 in den meisten Kategorien. Singapur legt einen sehr großen Wert auf Ausbildung, schulische Ausbildung, universitär. Da ist Singapur schon ein gutes Stück voraus.